Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei Kettle und Kopf. Ja, wie das so ist, ich red und red, macht schon alles und die Aufnahme läuft nicht. Ich habe nämlich jetzt Feld 5 und 7 mit Kalkammon gedüngt und zwar fast vollständig. Den letzten Rest soll ich noch machen. Und zwar diesen Streifen und diesen Streifen. Den Rest habe ich gedüngt, auf diesen Feldern noch nicht. Die haben allgemein bessere Werte für Stickstoff. Was da fehlt, ist hauptsächlich Kalium. Und das haben wir im Hof. Und wir werden mal erstmal die Werte aufbrauchen und dann das entsprechend dann nutzen. So, da wir auch nicht so viel Geld haben, müssen wir da ein bisschen haushalten. So, wahrscheinlich wird es auch nicht ganz reichen. Ich werde so Kack am Mond nehmen. Wir können ein bisschen rüber gehen, ne? Mit dem Traktor ungefähr, dass wir das rechts ganz oben. So. Ja, das ist erstaunlich gut gewachsen, sag mal so, ne? Das ist mir im anderen Feld noch extremer wie hier, aber wie ist es, da sind schon Ähren zu sehen. Also ist eigentlich ungünstig. Ob das damit zusammenhängt, dass hier noch nicht alles richtig funktioniert, ich weiß es nicht. So, Lenkung ist aktiviert, denke ich mal. Ne, noch nicht. Das kann man übrigens unten sehen. Kann man mit O aktivieren, Tastatur. Das ist dieses Symbol für Lenkung und das ist für die Spur. Wenn das nicht aktiviert ist, dann ist auch nicht zu sehen. Beziehungsweise er wird gleich losfahren, also er wird nicht dann automatisch lenken. So, starten mal ganz kurz. Sind eh nur 105 Liter drin, aber wird reichen. Müssen, den Rest machen wir mit dem Gemisch. So, können wir gleich starten, zweiten Gang. So, dann kurz mal düngen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich weiß nicht weit, wir werden gleich zum Hof fahren können. Ich werde jetzt keinen Stickstoff nachkaufen, solo, sondern nachher den 15-15, weil auch viel Kalium fehlt, ne? Kriegen wir das meiste von unserem großen Feld noch mit und die Spitze vom anderen Feld müssen wir halt mit auskommen. So. So, B Ende, ist eh aus. Und O raus mit Lenkung. Jetzt geht's im Hof und wir gehen mal unser Lager rein, ob wir da an Kalkammon haben. Ist ja was da, ne? Und also die 15-15, ne? Das würde ich auch noch nehmen. Wird jetzt so langsam. Der Wiese. Ja, ein bisschen Düngen muss sein. Komplett auf Null wird sicherlich der Ertrag nicht besonders gut werden. Ne? Aber ich muss sehen, dass ich auch mit Geld klarkomme. Weil wenn das so knapp ist, böse, böse Überraschung her. Ne? Ja, gerade ja, wo ich nicht aufgenommen hatte, auch festgestellt, oh, mein Mikro ist weit weg. Gut, hatte ich den Augenblick erledigt gehabt, wo ich gesehen habe, oh, das können wir gleich mal deaktivieren. Ja, ist ja irgendwo störend, ne? Immer Dünger auffüllen im Hof. Man könnte auch die Sämaschine leer machen, ne? Theoretisch, ne? Amazon. Und sonst wir noch 15, 15, 15 kaufen. Kalium müsste ich jetzt noch im Hof haben. Oder wir gehen mal klappt komplett überall Kalium. Mal sehen. Denn das fehlt mir komplett überall. Das wäre Phosphat fehlt ja auch. Muss ich schauen.
Oh, mein Fuß. Wahnsinn, ne? Ja, ich mache schon mal schön Danke an alle, die fleißig schauen, ne? Und auch mal liken, ne? Auch an die Kollegen, die einen Dislike gibt. Weiß gar nicht warum, aber das ist egal, ne? Hat jeder das Recht, das zu machen, ne? Ich glaube eher, das ist so ein notorischer Disliker für alle. Die weiß das nicht. Weil wenn mir was nicht passt, kann man das ja sagen. Ne? Da kann man ja sagen, du, das gefällt mir nicht. Deswegen ist ein Dislike. Ist okay. Kein Problem. Aber wenn jemand nur Dislike gibt, ohne irgendwas zu schreiben, wo man sich dann im Prinzip keine Gedanken machen kann, ja, dann ist es irgendwie ungünstig, ne? Was nicht passt und so. Ich guck gerade Mikrofon bei mir. Ja, wie gesagt, Technik ist immer so eine Sache. Hey, hier ist ein Hase. Hoppeli hopp. Das ist ein Kaninchen. Kurze Beine sind Kaninchen. Ich habe eigentlich irgendwo eine Hütte. Bauen im Sand. Also im weichen Boden graben sie dann Löcher und bringen sie dann an Sicherheit. Da sind die Hasen wieder anders, die sind ja, die machen keine, die machen höchstens Kuhlen. Also verstecken sich Insekten und so. Die halten sich ganz flach. Aber die Kaninchen kriegen ihre Junge halt im Bau und wo sich halt sicherer fühlen, ne? Also sind halt hier die anderen kommen aus der Steppe, Steppentiere, die mögen das nicht so, wenn es so nass kalt ist, ne? Also wenn April viel Regen ist, war vor Jahren mal so gewesen, da haben sie gesagt, also da sind wohl viele gestorben, Jungtiere. Und oft bekommen sie noch einen zweiten Wurf, wenn bestes Wetter ist, dann überleben die halt. Weil auch in Österreich haben sie teilweise Probleme, dass sich ja, Landwirtschaft und das andere. Das Rote ist Kalium. So. Am Rohr ist hier. So. Weizen sagt gut, wäre Quatsch. Also klar, wenn ihr noch schützt. Ich meine, vom Logischen her kann es schon rausschmeißen, ne? Aber wir werden mal sehen, dass wir hier müssen mal gucken, ob wir hier auch Dünger kriegen, ne? Eigentlich ja. Vom Loge wäre genau das Rohr. Mal zurückfahren. Neuen Trigger. Mein Gedünge. Soll ich weiterfahren vielleicht? Mal schauen. Ah, hier. Hoflage 1. Streng. Düngerlage links. Das ist 15:15. Habe ich 15.000? Ich wollte geben Kalium, ne? Rechts. Das ist Kalium. Ob ich hier das nun kaufen kann oder es, ach so, hier 800 noch was, 3000, wir gucken auf die 10.000, 10.028, ach so, okay, 1.083 haben wir auf Lager gehabt, haben wir das genommen, dann haben wir ja noch einen Rest 15:15, na gut,
Dann fahren wir jetzt vom Acker, ne? Und wenn wir beide Felder Kalium geben. Alle vier. Hat sich was verändert hier in der Position, wenn das Mikrofon weit weg ist? Aber anscheinend ist es gut so. So. Machen wir die Innenansicht, ne? Das ist ein bisschen besser. Ja, wollen wir gucken, mal überlegen. Bei B werden wir starten und düngen. Auf geht's. Geben wir Kalium. Besonders die neuen Felder erstmal. Die alten haben zwar auch recht wenig, obwohl eigentlich, Bauer sagte eigentlich, dass für Stroh auch düngen. Gut, es kann sein, dass hier noch nicht vorgesehen ist, dass hier im Prinzip im Herbst mehr oder weniger zurückgesetzt wird. Das kann sein. Kann man jetzt drüber spekulieren, was hier noch funktioniert und was nicht. Jedenfalls wollen sie ab März in ein Update das Flügen und Gruppen eine andere Bedeutung zu bringen. Also Bedeutung, also Auswirkungen auf die Ertrag, sagen wir so. Ne? Denk mal, wir kriegen das noch vorher fertig. Und mit Rocken können wir erst vier Felder ein bisschen mehr verdienen. Ne? Hoffe ich jedenfalls. Ich werde jetzt hier mit dieser 30 Meter rechts anfangen und dann auf 42 gehen. Dann haben wir das ungefähr ganz gut hinbekommen. Und die Menge muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen reduziere. Bisschen. Dann muss ich mal schauen. Was am besten passt, ne? Ah, die Spur nehmen wir gleich. So. Die erste machen wir auf 30 Meter. Müssen wir kurz gucken hier die Menge. Müssen wir jetzt reduzieren. So. Was hier auch passieren könnte, wenn man zu viel gibt, das ist dann ungünstig, ne? 200 Kilogramm pro Hektar. Mal schauen. Ein bisschen mal. Mit Rechnen habe ich das nicht so. Ich mache das mal lieber so mit Daumen. So. Ja, man sieht genau da oben, wo aufhört. Ja, das passt. Starten. TT und B. Die Spur. Gas geben, Junge, Gas geben. Ist auch nicht realistisch, aber wieso? Was soll's, ne? Wir müssen mal die Zeit, damit man Düngen hinbekommen, ne? Einmal ziehen wir voll durch und dann stellen wir um auf 42. Na, Baum. Das ist knapp, du. Genau berechnet. So, jetzt machen wir hier entsprechend auch Dings drauf. Unseren Kalium. Und dann schaue ich gleich mal, wie es aussieht mit der Werte. Ich muss ja hier leider durchziehen bis zum Schluss. Mal auf die Bremse gehen. Also ich kann hier nicht arbeiten, Quatsch. Kann schon. Muss nur wollen, ne? Ich darf da nicht arbeiten, das kann sein. So, jetzt mal umstellen auf. So, ein bisschen schätzen. Das heißt, wir schätzen, wir gehen dahin, wo die Spur ist, ne? Die alte Spur von rechts. Was jetzt gelb ist, wird nicht angenommen. Sondern ganz grob die alte gefahrene Spur und die werden wir nochmal schauen. Danach stellen wir gleich mal die Arbeitsbreite ein, so in etwa. Bremse. So, P. Auf 42 Meter, das kann die.
und werden wir hier den gelben Strich genau hier hinbringen, wo wir sind. Gut, Aufträge ausgerichtet. Das geht. Jetzt muss ich mal gucken. Hier ist es ja ganz gut. Wie gesagt, wir müssen da oben den weißen Strich nach außen gehen. Da unten etwa. Und dann mal, Gas geben. Auf geht's. So, die Schauer, das soll's. Oh, das soll's auch schon für heute gewesen sein. Ja, dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Gas geben. Ja, morgen geht's hier weiter mit Kali und Düngen. Und zwar auf die zweite Spur und dann geht's nachher mit dem Rest rüber. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Da müssen wir gucken. Aber die Zahl nicht gemerkt. Ich glaube 1003 haben wir gehabt. Ja, dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tja, man sieht sich dann. Wenn ihr wollt, morgen wieder. Tschüss, Wicke und bis dann. Tschüss. Da geht's aus.